Willkommen zurück bei Fischkopf TV. Ist ein Ding, was macht ihr denn hier? Freut mich aber, euer Fischkopf hier bei Let's Play Rock of Ages. Wir haben in der letzten Folge hier Napoleon weggebrätzt in Madrid und gehen jetzt weiter nach Porto und schauen uns mal an, was uns da erwartet. Und ich halt mal wieder die Schnauze für das Video, ne? Ihr kennt das schon, ihr kennt das Spiel. Geil. Einfach nur geil. Jo, herrlich. Die lassen sich auch immer wieder neuen Scheiß einfallen, du. Ich finde das echt gut gemacht. Da haben wir noch eine kleine Ego-Shooter-Perspektive reingehauen. Neue Einheit, Geld. Finde ich gut. Was ist... Ach so, man kann ja... Ach ja, man kann sich ja so Leute basteln, die einem Geld bauen. Das mache ich doch direkt mal. Wo ist hier der Anfang? Hier. Wo rollt er wahrscheinlich nicht längs? Hier. Das heißt, wir bauen hier mal die Geldleute hin. Komm, da ballern wir gleich mal 500 raus. Sowas. Und, da wir uns ja beeilen müssen. Ich kenne die Welt hier. Ach, die Welt kann ich nicht einschätzen. In der Mitte ist wieder Wasser. Wird er hier lang rollen? Ich weiß es nicht. Hier noch schnell ein Helikopter hingebastelt. Das gleiche machen wir mal hier. Und vielleicht... Boah, ich muss schon wieder los. Ich muss schon wieder los. Wo ist das Tor? Wo ist das Tor? Ja, hier kann man nicht bauen. Das ist natürlich praktisch. Bauen wir hier Türmchen, Türmchen, Türmchen. Hätte ich vielleicht Bomben lieber bauen sollen. Aber komm, hier ist ein Heli schon. Hier noch ein Heli. Oh, das ist nicht schlau, was ich hier mache. Weil ich müsste eigentlich schon längst rollen. Schon längst, längst rollen. Sowas, sowas. Und noch Katapulte. Oh, 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 oh. Fischkopf, Fischkopf. Das wird doch nix. Das wird doch nix, wenn du jetzt nicht mal demnächst losrollst. Okay, okay, ist ja gut. Ich hoffe einfach, dass die KI da so ein bisschen versagt. Und so ein bisschen durchs Wasser. Oh, da sag ich's noch und fall selber ins Wasser. Du, nee. Aber jetzt hier hochgekommen. Das war sehr geschickt. Kann man hier rauf. Habe ich jetzt das Schild kaputt gemacht, was einem zeigt, wo es lang geht? Geht das? Ich weiß es nicht. Ich will es gerade nicht ausprobieren, weil ich eh schon im Verzug bin hier. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Oh, oh, nein. Gleich eine Runterfallung. Gleich am Anfang. Wo geht's lang da? Hier? Nee. Hä? Wo muss ich lang? Wie, jetzt komme ich hier nicht raus? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Hier lang, oder? Oh. Oh ja, da bist du ganz tief gefallen, ne? Von unten nach unten. So. Und nicht schon wieder... Oh Gott. Oh Gott. Das kannst du keinem zeigen hier. Was? Das kannst du keinem zeigen. Was soll ich denn machen? Da gibt es so echt so krasse Fallen. Komm ich hier rüber? Ja, immerhin. Jetzt muss ich da lang. Dieses Level verwirrt mich sehr. Das Gefühl, ich muss hier mal so reinbrechen, um ein bisschen Geld mitzunehmen. Obwohl ich ja jetzt die Geldmaschine habe. Aber die hat der Rechner wahrscheinlich direkt am Anfang kaputt gemacht. So, hier muss ich kurz ins Wasser. Dann kann ich hier wieder hoch. Dann kann ich hier wieder hoch. Und dann abprallen und wieder runterfallen. Das war auch alles geplant. Wie so oft. So, jetzt komme ich hier lang. Das ist echt kein leichtes Level, Leute. Das sieht alles viel zu leicht aus. Aber ist es gar nicht. Guck mal, jetzt muss ich hier lang und dagegen. Und dann komme ich dagegen und dann bin ich langsamer. Bin echt ein bisschen überfordert hier. Guck mal, jetzt hat man hier so ein bisschen Speed. Aber muss dann hier gegen und dann gegen den Baum und ins Wasser und hier um die Ecke, ne? Gut, war jetzt nicht ganz so schlecht, ne? Aber... Da muss mir irgendwie eine neue Taktik einfallen. Was? Hier? Oh, hier muss ich rechts. Gerade noch so gesehen. Und dann hast du hier auch natürlich keinen Speed, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich riech schon den Braten. Das wird hier nix. Das wird, diese Runde wird das nix. Ich werde mal hier... Wie viel Geld hatte ich eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber hier mal sowas platzieren. Ich muss mir das eigentlich mal angucken. Eigentlich muss man hier oben lang rollen. Und dann hier rüber springen. Und hier rüber... Hier rüber... Oh, hier rüber springen. Aber Leute. Da muss ja... Das... Pff, das ist nicht mal eben gemacht, ne? Hier haben wir noch... Hier haben wir zwei Helis. Hier können wir noch so ein Luftschiff bauen. Und eine Todeskuh. Komm. Die wird das Ding richten.
Wir müssen echt los. Oh, guck mal, der Gegner ist schon am Tor wieder. Das ist doch nicht wahr. Wo muss ich denn lang? Hier rechts. Oh. Ja, es ist die Laune im Lager. Es ist so eine Sache, ne? Also, der Trainer ist voll sauer auf mich auch. Er sagt immer, ich habe nicht genug geübt und alles. Es wird auch... Mann. Eigentlich könnte ich gleich Reset machen und nochmal neu machen hier. Wobei, ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir das so... Wenn ich jetzt nochmal neu irgendein Level machen muss, dann mache ich das so off-air. Damit ihr euch das nicht antun müsst, hier immer diese Levels nochmal anzugucken. Und was mache ich zum Beispiel jetzt? Rolle ich jetzt hier außen rum und dann komme ich hier wieder in so eine Falle oder sowas hier. Gerade hier in die Bombenhöhle des Todes. Und der Gegner rollt schon wieder. Ich fasse es nicht, du. Ich fasse es nicht. Und jetzt bin ich hier hochgesprungen und falle da runter. Nee. Aber jetzt bin ich hier und falle ins Wasser. Oh, Mann. Ich habe ja gehofft, dass wenigstens die Wegfindung für die KI irgendwie so schwierig ist, dass er da gar nicht richtig runterkommt. Aber wie man sieht, ist das für den gar kein Problem. Der lacht sich ins Computerfäustchen. Ah, jetzt hätte ich hier rechts gemusst. Mann, das ist echt keine leichte Welt, du. Das ist keine leichte Welt. Und ich sehe schon, das wird... Oh, das hat aber auch nicht was abgezogen. Also, wenn ich das nochmal abziehen würde, das könnte man vielleicht sogar schaffen. So, 1,9 habe ich. Wo rollt er eigentlich immer unten längs? Ja, ne? Der rollt immer eher unten längs. Da bringt es auch nicht so viel, Sachen zu bauen. Ich werde einfach mal alles zupflastern mit diesen Schussgeräten hier. Mit der Hoffnung, dass das Sinn macht. Aber vielleicht, also mit ganz viel Pech macht er ja jetzt schon mein Tor kaputt, ne? Das wollen wir nicht hoffen. Jetzt haben wir gar keine Kohle mehr. Verbauen wir nochmal eine Todeskuh des Todes. Die sind ja immer gut und gern gesehen. Hatte ich hier nicht irgendwo... meine Geld... Ach, komm. Wir müssen einfach rollen. Das lässt sich jetzt nicht aufschieben. Und ich hoffe, was jetzt hier natürlich nicht aufgepasst, was man da hätte besser machen können. Hier hätte ich zum Beispiel rüber gemusst. Oh, jetzt bin ich unnötig gesprungen und dagegen gekommen. Ja, der Fischkorb, ne? Der Fischkorb. Mal ist er nicht so gut und mal ist er schlechter. So, jetzt ballern hier alle auf mich drauf, sodass ich nicht weiter kann. Danke sehr dafür. Komm, Geld brauche ich eigentlich nicht wirklich. Meine Sorge ist, hier heil runterzukommen. Was ist mit dem Gegner? Wieso rollt er nicht? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Irgendwas ist jetzt... Gut, ich weiß nicht, ob gut oder schlecht... Jetzt wohl gegen mein Tor und dann. Oh. Ah. Kann man hier lang? Yes! Sowas. Und dann kann man hier gegen die Wand. Ja, mit Bundle. Hier rüber. Und jetzt muss ich darauf achten, wann man hier rechts abbiegen muss. Hier, ne? Hier. Oh, nicht springen, nicht springen. Warum springst du denn? Oh, viel zu weit gerollt. Jetzt muss ich zurück. Jetzt kommt die Kamera nicht hinterher. Komm, wir kürzen ab. Und. Machen eine Torrollung, du. Ich muss auf jeden Fall noch ein zweites Mal. Das heißt, wir haben jetzt die große Hoffnung, dass der Gegner das wieder mal nicht schafft. Und wie stellen wir das sicher? Wir schießen einfach auf den. Oh, und treffen wir auch noch eine Option. Sag ich mal. Oh, guck mal, jetzt ist er hier auch in die Falle gerollt. Ha! Und jetzt hat ihn unser Schießgerät getroffen. Ach, so rollt er. Das heißt, hier rein, wo ich eben festgesteckt habe, hier hochspringen und dann kann man hier abkürzen. Die gewiefte Sau. Guck mal, jetzt habe ich voll getroffen und es hat gar nichts gebracht. Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Ich muss sagen, leider ist es nicht komplett bugfrei. Es ist jetzt völlig in Ordnung. Oh, guck mal, die Todeskühe. Die kümmern sich. Die machen wenigstens was hier. Oh, jetzt habe ich aus Versehen diesen Schutzmantel gekauft. Macht da nichts. Ich hätte wahrscheinlich eher diese Engelsflügel mal kaufen sollen. Oh, was ist jetzt? War das gut? Oh, hier kann man abkürzen. Ist auch nicht schlecht. Was man hier immer wieder so rausfinden kann, ne? Immer was Neues. Könnte sich natürlich die Welt auch mal angucken. Guck mal, das hat sehr viel gebracht, dieses Schutzding. Das hält ungefähr 3 Sekunden. Und hat der Mensch Schlüssel gewesen? Habe ich gesehen. Aber ich habe hier gerade andere Sorgen, ne? Irgendwie nicht so richtig lang. Ach, guck mal, und er hat das Tor nicht kaputt gekriegt. Da habe ich mir...
Unnötig Sorgen gemacht. Oh, 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 nein, nein. Nee, falsch. Nee, das andere rechts. Das andere rechts wäre es gewesen, ne? So, lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Hier können wir hier runter und dann können wir hier rüber. Und da trifft uns das nicht, weil wir eigentlich links wollten. Und dann können wir hier lang. Ich sag's schon die ganze Zeit. Mir hört ja nur keiner zu. Ah, sowas? Ja, macht nix. Sind wir schon da? Wir sind schon da! Jawohl! Ja, gut. Tja, das war sehr aufregend für mich. Ich dachte, das wird so gar nichts. Aber wir haben es ja doch noch geschafft, ne? Platt gemacht, den Vogel. Und weiter geht's! Weiter geht's! Porto haben wir gerade, ne? Weiter geht's. Oh, das könnte... Hexensabbat! Das könnte das Endlevel sein. Vielleicht der Endgegner. Ich bin gespannt. Na, was los? Sch! Scheiße! Das waren gar nicht seine echten Haare, du. Faunus. Ja, ihr kennt alle. Faunus. Die Griechi... Röm... Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich lese mal nach. Vielleicht google ich das. Könnt ihr ja auch selber machen. Aber jetzt hatte ich eigentlich erwartet, dass hier ein Endgegner irgendwie wartet. Und ich meine, kann man ja auch so sehen vielleicht, aber es ist eine Rollung, ne? Also eine ganz normale Runterrollung. Wobei ganz normal ist so eine Sache. Ich sehe schon, das ist alles hier so ein bisschen gar nicht mal eben einfach mal so hier gerollt, ne? Guck mal, wie mache ich das hier? Mache ich den Weg am Anfang gleich mal dicht? Sowas, damit er da nicht auch nicht rüberspringen kann. Sowas. Und dann machen wir hier einen Heli. Oder lass uns doch gleich einen Luftballon nehmen. Sowas. Der hat dann hier den ganzen Radius mit drin. Und was darf nicht fehlen? Ihr wisst es bereits. Die Todeskühe des Todes. Komm, machen wir alles voll. Und rollen auch. Kann ich mal wieder die Welt nicht angucken. Aber das ist ja auch eher... Das ist ja auch eher was für Mädchen. Entschuldigung, Mädchen. Ich wollte jetzt nicht sexistisch werden. Mädchen sind auch sehr gute Spieler. Das sagt man einfach manchmal so. Ohne das jetzt zu wollen. Bam, bam. Hier sind ein paar Hütten weg noch. Ein paar Zelte. Und ich sehe schon, da sind die Pfeile irgendwie nach rechts. Aber wo muss ich denn da... Oh, das war ganz falsch. Oh, das war, ich sag mal, muss sagen. Bisschen ganz falsch. Weil man muss hier vorher links rauf. Oh, guck mal, da hinten die Hexen. Die sehen ja ganz schön gruselig aus. Guck mal, hier ist so eine Kanone. Ja, egal. Doch, der Fisch kommt nächst du. Hier auch noch so ein Schießding. Ja, egal. Guck mal hier. Gut, ich springen kann. Das ist Timing. Und es ist keine Stadt in China. Timing, versteht ihr? Ich weiß, es ist nicht so witzig. Aber das ist ja auch, hat hier alles nichts mit witzig zu tun. Das ist alles todernst, was wir hier machen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? So, da sind wir schon am Tor angelangt. Mal gucken. Der Speed ist jetzt nicht so hoch. Aber so ein bisschen was abgezogen haben wir ihn ja schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Level viel einfacher als das zuvor. Hier kann man sich entscheiden. Ich gucke mir das mal kurz mal an. Hier kann man sich entscheiden, hier kann man eine Treppe hoch quasi. Aber was macht man denn dann, wenn man hier oben ist? Da muss man hier runterspringen und man trifft ja sowieso nicht hier hin. Also dann wäre hier halt hier und dann müsste man hier runter. Nee, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Das ist mir viel zu gefährlich. Ich mache eher hier nochmal was dicht, damit er hier nicht rüberspringen kann. Ich habe das Gefühl, dass er hier rüber fährt eher als woanders. Und dann ballern wir hier noch einen Heli hin, damit er hier runtergeschubst wird. Und jetzt haben wir kein Geld mehr für einen Heli. Und dann machen wir hier einfach... Oh, das ist aber kläglich, ne? Das weht ja nicht so weit. Sowas. Nur noch 40 über. Ich weiß, das Luftding, das hat jetzt gar keinen Sinn mehr gemacht. Aber ihr kennt mich. Das muss ja alles keinen Sinn machen. Das muss einfach nur... Oh. Aua, das muss einfach nur perlen alles. Und das tut's ja durchaus. Auch nicht, was das jetzt heißt. So, hier lang. Oh, da seht ihr schon die ersten Todeselefanten des Todes. Der Turm kann weg. Ich liebe ja diesen Spruch, ne? Das ist ja ein lustiger... Sag mal, ist das Kunst oder kann das weg, ne? So,
das sagen Kameramänner immer gerne, ne? Wenn die Nummer so am Drehen ist. Und dann richten die das Bild ein. Und dann richten die sich so an die Requisite und sagen, sag mal, Entschuldigung, guck mal hier, Erna, sag mal, ist das Kunst oder kann das weg, ne? Sieht aber ein bisschen scheiße aus. Ja, gut. Jetzt brauchen wir das Thema mal nicht vertiefen. Ich muss mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren, weil irgendwie läuft das hier nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, wie man hier wunderbar an diesem Beispiel sehen kann, was ich mir einfach mal bringen wollte, damit ihr mal wisst, wovon ich hier eigentlich rede. So, man, hier dieses Plattforming, das ist nämlich nicht ganz so leicht, das ist ein bisschen Mario-mäßig. Hier muss man dran vorbei, an dem Mammut auch noch, das hätte man zum Beispiel anders machen können, so dass es auch gut ist, aber so ist er auch ganz gut. Oh, jetzt habe ich mich hier abgebremst selber, kurz vom Tor. Damit ich das nicht zu leicht habe, weil sonst ist es ja zu leicht. Ich weiß. Gab es auch schon ganz viele Beschwerden, dass es viel zu... Nee, gab es nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht. Machen wir hier, weißt du was? Machen wir hier die Plattform mal dicht. Dann hat er es nicht so leicht, hier vorbeizukommen. Dann machen wir noch ein paar Bömpchen hin. Hier, so, sowas. Und sowas. Und dann fällt er hier garantiert gleich runter, wenn er hier nochmal langkommt. Weil wir auch... Oh nein! Ich hätte hier nochmal so ein Heli hinbauen müssen. Dann wäre er auch auf jeden Fall hier runtergefallen. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Aber was man haben kann, sind Todeskühe des fucking Todes. Überall. Ach, 20 nur noch, okay. Aber die sind ja auch gleich fertig hier mit dem Stadion, dann geht's wieder los. Ich freue mich. Bam. Belicious. So, los geht's. Ich glaube, wir müssen leider noch zwei Rollungen machen, genau. Also das ist jetzt hier Nummer 1 und gleich verkackt, ne? Gleich. Ich weiß auch nicht, da hatte ich irgendwie einen Knick in der Linse, da mit der Ansicht bin ich gerade nicht klargekommen, irgendwie. Boah, ich war auch so abgelenkt von dem Schussding, was jetzt fast getroffen hätte. Der Gegner rollt. Ja. Ich hab's mitgekriegt. Wo muss ich lang hier? Lass uns mal hier abkürzen. Und dann hier rüber. Oh, da hat uns das Ding getroffen. Und, oh, ich wollte gerade sagen, eigentlich war das gut, weil das uns das ein bisschen Speed gegeben hat. Aber das war auch so ein kleiner Wunschgedanke von mir, ne? So ein bisschen Träumerei. Guck mal, da schießen ungefähr 35.000 Leute auf uns. Ich habe ja die große Befürchtung, wenn man mal hier kaputt geht, auf der Rollung, dann zählt die Rollung quasi nicht. Beziehungsweise dann kriegt man nicht... Oha! Dann ist quasi der Turn weg. Und dann hat man quasi einmal Tor kaputt machen weniger auf der Uhr. Und dadurch einen riesen Nachteil. Und ich glaube, das würde auch dazu führen, dass wir das Ding verlieren. Aber bis jetzt sieht noch alles ganz okay aus. Hier haben wir sogar ein bisschen Speed drauf. Ich glaube, ich muss springen. Ich glaube, ich muss einfach springen. Das bringt einfach mehr. Also habe ich schon wieder nur mal das Gefühl. Aber ey, Moment. Guck mal, der ist wieder runtergefallen. Ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Wollen wir mal hier was dicht machen ein bisschen. Ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen Alibi-mäßig. Eigentlich, glaube ich, müssen wir da nicht mehr viel machen. Lass uns mal irgendwo noch so ein Luftschiff hier hin basteln. Hier vielleicht? Ne, da ist schon eins. Wo machen wir das denn mal hin? Hier, ne? Wo das alles wieder zusammenkommt. Dann machen wir hier. Was kostet der Spaß? 600. Ne, dann lass uns mal hier lieber sowas hinmachen. So ein Ballon. Die sind auch ziemlich stark. Und dann hier noch zumachen. Das war... Oh. Ja, so viel zum Thema zumachen. Da hat mir auch die Kohle gefehlt. Da hätte ich vielleicht doch einfach so ein Heli einfach nur mitnehmen sollen, ne? Das wäre die bessere Wahl gewesen. Aber na gut, man konnte ja alles haben. Wie gesagt, es läuft im Moment doch recht gut. Eigentlich habe ich ja keine Bedenken. Einmal noch treffen. Man sagt ja immer so schön, noch einmal schlafen. Und da kommen wir auch schon zum richtigen Thema, ne? Ich weiß ja gar nicht, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird, aber wir haben ja bald Weihnachten, ne? Und vorher, was ja noch fast noch interessanter ist, ist noch ein kleiner Weltuntergang. Ups. Oh nein. Und ich freue mich ein bisschen auf den Weltuntergang. Und zwar, meine Hoffnung ist, dass er in Form von der Zombie-Attacke auf uns zukommt. Und ich bin ja vorbereitet, ne? Ich hab ja alles gelesen und geguckt. Naja, nicht alles. Aber was man so halt wissen muss über Zombies, also ich bin aus... Also, bis auf die Waffen... bin ich eigentlich ausgerüstet, ne? Na gut, ich habe auch keine Rationen und so besorgt, aber ich glaube, ich kaufe mir einfach nochmal... Oh! Am 20. kaufe ich mir einfach noch ein paar Tütensuppen und dann haben wir das.
Wer es nicht mitbekommen hat, am 21. geht die Welt unter. Oh, jetzt muss ich das Thema leider beenden, weil... Ich weiß nicht, vielleicht war das die letzte Welt. Ich bin so gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich drück mal hier auf Weiter. Ach. Ach. Wow, wieso dachte ich eigentlich, dass das die letzte Welt ist? Hier geht's direkt... Nee, da komme ich her. Da komme ich her und dann geht's hier weiter, oder was? Tag des Saturns. Na, vielleicht ist das ja die letzte Welt, ne? Aber wer weiß das schon? Da ist auch irgendwie nicht so eine Rollung. Da ist auch nicht irgendwie so eine Welt angezeigt. So, ich glaube, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber dann... Naja, gut. Wir dachten ja, dass es jetzt vorbei ist. Vielleicht ist es in der nächsten Folge vorbei. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich einfach Leute, die das schon kennen, das Spiel. Aber die anderen jetzt vielleicht nicht, ne? Deswegen vielen Dank fürs Einschalten und ich würde mich total freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, ne? Beste Grüße, euer Fischkopf.